Meine Güte, ist das finster. Hier hinten auch. Ja, hier, zack. Hier auch, dann eben Holz dazwischen ist. So, können wir eigentlich gleich mal verlegen. Zack, zack. Zack. So. Jetzt sieht man auch was. So. Und hier geht es eben auch weiter. Hallo Kuh. Und hier geht es auch weiter. So. So. Ne? Und hier geht es eben nicht holzmäßig weiter, weil hier ist zu. Das heißt, hier ist ganz normal der Bodenbelag, sag ich mal. Hier, ein weiter. Die war ein zu früh. Hier kann zu. Wieso ist denn hier auf? Hey, 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 Junge. Wieso nehme ich eigentlich Schaden? Ist meine Rüstung hinüber? Bin verwirrt. Hier kann zu. Weil... Nee, da kann ich zu. So ein Quatsch. Ich erzähle schon wieder Unsinn. Hier kommt natürlich nicht zu. Hier kann zu, weil hier ist Zaun. Und hier ist auf. Zaun, 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 Zaun. Hier ist auf, hier ist auf, hier ist auf. Hier ist auf, hier ist auf, hier ist auf, hier ist auf. Jetzt reißt der Idiot alles wieder auf. Ja. Ich brauche eh noch ein bisschen Erde, also von daher passt das schon. Ah, es wird doch schon wieder hell, sehr gut. Und da könnte eigentlich auch zubleiben, das wäre ja auch egal. Ne, wir machen es einmal ordentlich. Mit einmal alles aufreißen und wieder zuschütten hinterher, das ist ja völlig egal. Dann haben wir zumindest einmal eine ordentliche Grundlage, mit der wir arbeiten können. Da bin ich ja immer sehr Freund von. Komm, egal. Komm, egal. Wir machen es gleich einmal sauber von vorne bis hinten ordentlich, dass wir einmal ordentlich, einfach fürs gute Gewissen, das einmal ordentlich schön gemacht haben. Eine saubere, ordentliche Grundlage, mit der wir arbeiten. Weil wir auch noch die Beleuchtung machen müssen, die können wir dann eigentlich gleich auch zuerst machen. Dann ist sie zumindest schon mal fertig. Gucken wir, ob wir wieder Glowglass-Plättchen reintun oder ob wir Fackeln nehmen oder sowas. Das ist ja egal. Ich glaube, wir nehmen Glowglass-Plättchen. So. Zack, zack. Die Schaufel, sie ist gleich hinüber. Das ist doof, aber das ist dann so. Wir haben es ja gleich geschafft. Darf nur beim Setzen jetzt keinen Fehler machen. Zack, zack. Warte mal. Momentchen, 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 Momentchen. Hier ist die Treppe. Hier wäre der Slab. Wir müssen noch tiefer, ne? Wir wollen ja noch... ne, egal, wir lassen das jetzt so. Wir machen auf der Höhe und dann legen wir es, wie wir es brauchen. Der Rest soll ja eh zu sein. Das heißt, nur da, wo die Wege sind, nachher tatsächlich, da machen wir wieder auf. Und da, wo die Wege sind, da legen wir dann rein. So.
ich kann mich noch erinnern, ganz früher, vor Jahren oder vor Jahrzehnten sogar schon, also wie lang ist jetzt Minecraft schon auf dem Markt? Ist auch schon ein paar Tage her, ne? Damals, ganz früher, als es noch nicht in den Händen des Bösen war, da hatte ich auch mal auf dem Server gespielt und auch mit Städtebau und ganz normal, wie man es halt kennt, ne? Ups, und mit Einbauen und so. Und da gab es halt eben die Möglichkeit, dass man sich dann Fraktionen oder Gilden anschließen kann und ich habe tatsächlich dann gesagt, komm, egal, ich komme mal mit in eine Baugilde und oder eine Terraforming-Gilde und wir machen dann Terraforming für Leute, die uns dann da mit Münzen bezahlen. Ne? Da gab es dann so ein Währungssystem und dann konnte man sagen, hier, du gibst mir so und so viel Münzen und ich mache dann das und das Zeug für dich. Ja? Oder andersrum, es gibt einen Auftrag und dann sagt man, ja, hier, mache ich dir, kostet so und so viel. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie an Erde hier irgendwo hinpflanze oder Terraforming mache und ganz viel Erde setzen muss, denke ich immer daran zurück. Und weil eine unserer Aufgaben war tatsächlich eben das Auffüllen mit Erde bei ganz großen Löchern. Also so Adminrechte und World Edit und alles hatten wir natürlich alles nicht. Das war alles per Hand. Das heißt, es gab eine Farmwelt. In der Farmwelt haben wir stundenlang Erde geschaufelt und in der normalen Welt, wo dann halt gebaut wurde, da wurde die Erde halt wieder in die Löcher gelegt. Und dann haben wir die Löcher aufgefüllt, ganz ordentlich. Also, so wie ich das hier auch mache, immer schön, alles, dass alles ordentlich ist, das, was einmal einheitlich hat. Das lasse ich hier aber so. Und da muss ich jedes Mal dran denken, dass das doch eigentlich... Es war cool, es war eine coole Zeit. Es war halt, ne, inzwischen ist ja Minecraft... komplett anderes Spiel, als es vor, ich sag mal, 10 Jahren noch war. Das hat sich ja komplett verändert, alles irgendwie. Na, die Grundmechanik ist immer noch gleich, aber alles, was da drumherum entstanden ist und auch entsteht und was es jetzt an Mods und alles gibt und was für Funktionen im Spiel selber sind, komplett anders als damals. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ganz schnell noch, bevor Microsoft... alle zwingt, sich mit einem Microsoft-Account anzumelden. Ladet euch mal die Java-Version runter. In der Java-Version im Launcher kann man einstellen, dass man eine alte Version spielen möchte. Und sucht da mal nach der ersten und der letzten Beta. Das war so die Zeit, in der ich halt hauptsächlich gespielt habe. Also, war geil. War eine coole Zeit. War eine coole Zeit, definitiv. Und das habe ich tatsächlich mit Mindtest auch so ein bisschen. Ne? Das ist ja so auch vom Funktionsumfang, also Mindtest Game zumindest, vom Funktionsumfang ähnlich wie die frühen Betas von Minecraft. Also auch mit Sachen abbauen und solche Geschichten halt. Ich überlege gerade, ob wir hier wieder... Ne, wir lassen das so. Ah, hier fällt sogar noch ein bisschen zu. Also wie gesagt, Minecraft Beta, gönnt euch. Gönnt euch, gönnt euch. Solange es noch geht, gönnt euch. So. Haben wir auch wieder geschafft. So, das sieht doch aus, wie es aussehen soll. Ja. Wie gesagt, alles schön ordentlich mit Erde aufgefüllt. Gildenehre. Ja, weißt du Bescheid. Okay, so. Da kommt Zaun dazwischen, da hinten kommt Zaun, drum, hier kommt Holz dazwischen. Wir haben nicht mehr so viel Holz, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ist zu wenig. Dann hat die Erde doch gereicht. Das ist doch auch schön, ist gut zu wissen. So. Der Zaun, der steht dann hier auf dem Holz drauf. Das ist dann aber okay. So. 1, 2, 3, 4. Zack, 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 zack. Und dann ist es zu. So. Hier bleibt... ja, hier ist eben die Höhe ist halt hier. Vielleicht kann man hier so... Hier könnte man doch eigentlich sogar noch einen runtergehen, oder?
Ja. Hm, Caps Lock aus und dann richtig tippen und dann kommt man auch nach Hause. So. Ja, ich weiß, mach ich noch. Der Tisch ist immer noch kaputt. Ja, der bleibt aber auch so. Miese und Technik und Cobblestone, Steinzeug. Erde. Guck mal, hier kann man die Erde dazu tun. Erde brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen Zeug. Wie lange habe ich denn jetzt eigentlich hierher? Was wollte ich holen? Ich wollte was holen. Ich wollte Holz. Holz wollte ich gucken, ne? Holzzeug. Guck mal, hier ist noch Holzzeug. Im Zweifelsfall müssen wir halt nochmal wieder nach hinten gehen und hinter dem Hügel irgendwo ein bisschen Holz uns zu holen. Haben wir denn jetzt eigentlich irgendwie einen Tisch aus irgendwas? Tische? Kann man nicht aus Cobblestone nicht Tische machen? Kann man die nur aus Holz machen? Oder was kann man nur aus Holz machen? Wir müssten den Tisch drin mit diesem hier ersetzen. Kleinen Tisch. Nö. Wir lassen das erstmal so. Die Mod ist übrigens nicht veröffentlicht. Und ich habe momentan keine Lust dran zu arbeiten und veröffentliche sie daher auch erstmal nicht. 14 Uhr, meine Güte. Und anderthalb, naja, eine Stunde, 12 Minuten mit hoffentlich funktionierendem Audio. In-game wie außerhalb. Also es wird zumindest angezeigt und ich hoffe, der recordet das auch richtig. Ist doch scheiße, sowas. Ich guck da jetzt mal eben nach. Kriegt keiner mit, dass ich nachguck. Erweiterte Einstellung. Also es geht zumindest in verschiedene Kanäle, okay. Und es hat beim Testen ja auch funktioniert. Es wird schon irgendwie klappen. Hoffentlich war das jetzt die letzte Änderung, die an dem Scheiß vorgenommen wird. Sonst kommt das nämlich auf meine Sperrliste und dann wird das nie wieder aktualisiert. Nie wieder! Wir hatten doch irgendwo die Ramschkiste gehabt. Genau. Da haben wir Zaun. Mal den Zaun hier. Dann haben wir Treppen. Wir haben hiervon, ich nehme das mal mit. Nehmen die auch mal mit, da kann man dann auch noch was draus bauen. Und dann legen wir mal ein bisschen los hier, würde ich sagen. Hier mal eben. Zack. Wir brauchen umgedrehte Treppen. Hier von, ja, 24 ist zu wenig, aber wird schon passen irgendwie. Boah, man läuft hier echt auf so eine Wand zu, ne? Vielleicht können wir hier unten noch ein paar Bäume pflanzen, dass das nicht so massiv irgendwie so... So ist, oder wir ziehen das hier länger nach hier wieder ein Stück nach vorne, dass wir hier wieder zumachen. Ja, jetzt habe ich natürlich die ganze Erde weg. Naja gut, okay. Wir kriegen gleich ein bisschen neue vielleicht. Du-du-du-du-dumm. So. Ach guck mal, hier ist sogar noch einer zu viel. So. Jetzt kommen wir hier eigentlich auch mal irgendwie... Nee, ich habe natürlich nicht mitgenommen. Okay. Okay, dann nicht. Dann lassen wir es so. Dann hauen wir nämlich jetzt hier erstmal... Treppen rein, beziehungsweise wir müssen hier drunter auch noch gucken, dass wir hier drunter dann. Ja. Nee. Der Gang wäre und. Ich mache hier mal ein bisschen Licht, dass wir arbeiten können. So. So, apropos Gildengeschichte, es war natürlich auch Ehrenkodex, dass gefarmte Materialien aus dem Gildenlager nicht für eigene Sachen verwendet wurden. Und damals, mit der damaligen Spielerschaft, und das hat auch funktioniert. Da haben die Leute sich auch wirklich dran gehalten und haben die einfach irgendwelche Sachen aus dem Lager geklaut. Und das war ein öffentlicher Server, wohlgemerkt. Da muss Dings dazwischen, da muss normales Holz daran und dann... ja. Das hat funktioniert. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? In Minecraft auf öffentlichen Servern eine nicht abgeschlossene Kiste rumstehen lassen. Die ist leer.
Das dauert keine 10 Minuten, dann ist die komplett leer, die Kiste. Das ist. Ich denke jedes Mal, dass hier irgendwie einer ist, den man da runtergehen muss. Gut. Müssen wir sowieso noch machen. Wir gucken mal, wie das mit den Abständen am besten funktioniert. Ach, damals. Es war cool. Es hat Spaß gemacht. Es war neu und Voxel Games waren noch nicht so verbreitet und Minecraft ist ja trotz aller Historie und Inspiration ist Minecraft ja trotzdem so von der Art zumindest irgendwie wirklich das erste Voxel-Spiel gewesen in der Art, wie es halt eben ist. Hat ja mehr oder weniger tatsächlich irgendwie auch so ein bisschen eigenes Genre gegründet dadurch. Ja, also war schon cool, war schon cool. So, wir müssen mal gucken, apropos cool. Wir haben hier eine Mitte, ne? Wir haben hier, ja, guck mal, wir haben hier eine Mitte. Dann machen wir nämlich hier in der Mitte. Pam. So. Und dann sagen wir 2 und Holz. 2 und Holz. So ist da keiner. Ja, der ist jetzt auch im Boden. Warte mal. Nee, das triggert mich. Das darf nicht. So. 1, 2. Holz. 2 und Holz. Na? 2 und Holz. Das würde mich wahnsinnig machen. Das ist so einversetzt. So. Das ist so. Und dann kann man nämlich hier auch ruhig ein länger. Dann machen wir nämlich hier. Nee, warte mal, was mache ich denn hier für einen Mist? 2 und Holz, also da müsste eigentlich gar keiner sein, oder? Guck mal, da müsste gar keiner sein. Aber gar keinen, das kriegen wir hier nicht hin. Das heißt, wir können das eigentlich so lassen, wie es war. Komm, wir machen da jetzt so und dann machen wir hier wieder zu. So. Dann machen wir hier wieder zu. Na komm. Dass wir das gute Material nicht verschwenden. Dann machen wir hier. Wir machen es wieder so, wie es war. Das war schon okay so. Zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Weil die Ecken, die sind special, das ist schon okay. Das, da hinten ist das, glaube ich, auch so. Ne? Genau, da hinten ist das ja auch so. Das heißt, wir ignorieren diese Ecken einfach und sagen dann auch hier 2 und Holz. Also da genau auf der Höhe. Geht das mit der Axt eigentlich schneller? So, 2 und Holz. 2 und Holz. Ecke da hinten, egal. Und dann passt das. So. Okay, okay, okay. Moment, wir haben Zaun doch ohne Ende mal irgendwann gemacht, ne? Kommen wir den dann nämlich eigentlich mal benutzen, so langsam. Ja, wir haben hier Holz. Aber wir können da keinen normalen Dingszaun draus machen, ne? Ah, scheiße. Kann man doch nicht benutzen. Schade, schade Schokolade, aber wir nehmen das hier mal mit. Zack. Zack. 13 reichen, glaube ich, schon dicke. Nee, alles mitgehabt. Dieses Loch da hinten. Ich verstehe es nicht. Vor allem die Sachen dahinter, die werden ja auch geladen. Also hier oben da die Bäume, es wird alles geladen. Nur dieses Ding, das ist immer offen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Hm?
So, da muss ich jetzt gleich doch direkt mal gucken. Der komische Baum hier, das sieht so merkwürdig aus, ne? Ich glaube, ich mache den wieder weg. Genau, zwei oben, zwei unten. Könnte sogar passen, ne? So, den anderen, den haben wir hier. Das war hier oben schön. Zack. Zack. Es geht schneller. Na. Zack. Zack. Da drüben müssen wir es auch noch mal. Hier, ach, hier muss auch noch einer rein, ne? Ja, wie wir das mit der Tür machen, keine Ahnung. Vielleicht bauen wir die einfach irgendwo hier dazwischen, das ist ja egal. Du Kuh, sag mal, meine Güte. Schäm dich. So, hier. Schön. Schön ist das. Wunderschön. Willst du mich verarschen? Ah, gut, da hinten fehlt auch noch was, okay. So. Ups. So, dann zumachen und dann müssen wir doch noch mal hingehen und Holz holen. Alles klar. Oh, ich überlege gerade den Einstieg oder den Aufstieg, den können wir ja hier die Treppe hoch machen, dann kommt man hier rein in die Baumfarm. Da hier ist natürlich keine Mitte, ne? Natürlich nicht. Ne, machen wir einen offenen Eingang oder so. Nein. Ja, das heißt, wir brauchen eins. Wo? Ach, wir holen einfach noch mal ein paar. Ja. Auch wenn es jetzt ein wildes Hin und Her gespringen wird. Es werden schon wieder drei Folgen aktuell. Dann ist ja auch schon bald Weihnachten, ne? Also wenn ihr die Folge hier seht, also heute kommt eine. Dann kommt da eine, da eine. Da sind wir jetzt mit dieser Folge hier. Je nachdem, wie es geschnitten wird, sind das jetzt noch 2 Wochen oder ja, 3 Wochen oder eine Woche. Also es ist irgendwann nächster Monat. Ja. Aber ist ja schon wieder dann. Also frohes Fest und so. Und guten Rutsch und ein erfülltes, glückliches, zufriedenes Leben. Ohne Nachbarn, die einen in den Wahnsinn treiben morgens um 7. Ohne Audioprobleme und viel Glückseligkeit und Freude. So. Eigentlich müssten wir direkt nach hinten ein Holz holen, ne? Naja. Wir müssen gleich erstmal nochmal ein bisschen Stein brennen und dann nochmal gucken. Dann während der Stein dann brennt, kann man dann ja immer noch Holz holen. So, hier muss übrigens. Ein alternatives Stück rein. Komm mal hier. So. Zack. Und hier halt nicht, weil hier ist nochmal zu, ne? Also, weißt du Bescheid. So, da war soweit alles okay. Da war soweit alles okay. Das heißt, zack, zack. Und zack. Und damit haben wir die Umrandung hier mit halbwegs mehr oder weniger tollem Design durch. Und überall da, wo jetzt einer davor steht, machen wir nämlich hier einen so davor. Oh, ich kann auch hier einen Eingang reinmachen. Das sieht es hier nicht so merkwürdig aus. Also, wir machen zwei Eingänge.
Dann haben wir nämlich diese komischen Lücken, die dadurch entstehen, dass eben da der Rand so ist, wie er ist. Dann haben wir die nämlich auch nicht mehr. So, und hier sparen wir uns wieder ein. Hoppala. So. Oh ja, das machen wir. Wir machen zwei Eingänge. Wir machen einen, der wirklich hier hochgeht und hier... Hier ist ein sehr schmaler Eingang dann aber, ne? Oder wir machen hier einen Zaunturm mit einer Leiter oder sowas. Oder wir machen hier diese, so eine kleine Fläche. In die Fläche kommt, ja, dann irgendwie in irgendeiner Art und Weise Bodenbelag. Und dann stellen wir da eine Kiste hin. Oh ja, machen wir. Dann machen wir hinten den Eingang und hier machen wir die Kiste hin. Dann haben wir nämlich diese komischen Lücken hier wunderbar genutzt für richtige Verwendung. Und hier ja, ne, also das Design fängt halt hier an und dann ist es normal. Und diese Lücke hier hinten, das ignorieren wir einfach. Weil hier ist dann 2 und 1, 2 und 1 und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist doch allerliebst. Das ist doch allerliebst. So, jetzt Holz holen. Ne? Vorher schmeißen wir ein bisschen was in die Brennkiste. Na komm. Und dann schauen wir mal. Ach, hier wollten wir auch noch wegmachen. Jetzt weiß ich auch, warum ich eigentlich rübergegangen bin. Ich wollte noch, noch mal Mesel machen, aber Mesel können wir auch bei uns machen. So, da wäre dann eben so. Ja, wir machen hier weg tatsächlich. Hier und 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 hier. Dann haben wir nämlich hier nochmal einmal sauber runter. So. Ja. Zack, 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 zack. Da wollen wir hier nämlich schön Erde auffüllen wieder. Das müsste ja reichen, weil es genau drüber war. So. Und dann machen wir nämlich hier weg. Hier weg, hier weg, hier weg, hier weg. Dann... Genau, machen wir die komplette Fläche weg. Dann haben wir nämlich hier überall schöne Dreierhöhe. Und hier haben wir einen sauberen Abschluss durch das Holz. Das ist okay. So, vielleicht können wir den Wald dann hier auch noch ein Stück irgendwie hochziehen. Oh, schauen wir mal. Oh ja, das wäre jetzt, das wird das auch so ein bisschen verdecken, ne? Dass man hier sagt, den Wald, den ziehen wir hier tatsächlich irgendwie. Ja, wir müssen, na gut, wir haben hier auch Wald. Das heißt, wir können den hier eigentlich noch ein bisschen dann so auslaufen lassen irgendwie. Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, so machen wir das. So. Aber jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben doch bestimmt noch Steine vom Keller über. Ja gut, die habe ich alle weggeschmissen, ne? Gut, aber wir haben hier tatsächlich noch... Ah, das müsste eigentlich reichen, ne? Wir machen ja hier. So. Und da schneiden wir uns dann ja diese 12er raus. Oh, da haben wir hier die 12 Sechzehntel, zack, bam. Da kriegen wir ein paar mehr von raus, so. Wir machen erstmal so, weil die sind Einbahnstraße so ein bisschen, oder wie war das? Da grunzt mir schon wieder einer ins Ohr. Wo ist er? Da oben ist er. Komm her. Komm her. Komm her, hab ich gesagt. Komm her. Dann nicht. So. Ja, müssen wir ausrichten, aber dann sind die hier. Die sind hier. Da hinten haben wir doch auch noch mal was dazu machen können, ne? Nee, haben wir gar nicht, weil hier kommt die Plattform hin. Dann passt das erstmal so weit, weil die Plattform, die können wir dann immer noch mal machen. So. Dann haben wir eigentlich Steine genug. Dann eine Axt machen.
Ups. Dede. Hier natürlich alles drüben, ne? Sehr gut mitgedacht. Also diese eine Druckplatte, ne, die ist echt extrem praktisch. Einfach Tür auf und durch. Hier oben. Ich wollte gerade sagen, wo ist das Zeug? Da ist das Zeug. Das heißt, vier Stück. Das heißt, einmal eine Axt und eine Schaufel können wir uns machen. Und machen wir.